Gut, wir wollten dann noch kurz vorzeigen, weil die Strategie ist sehr einfach. Wir haben es versucht, bei jedem Webinar mit der KISS, Keep It Simple, Stupid, umzusetzen. Leichte Strategien, die man schnell anwenden kann, wo man schnell sehen kann, gefällt mir das, funktioniert das oder nicht. Und man kann es vor allem schnell in der Software einstellen oder eben in dem Fall jeder, der die irgendeinen Agenda-Trader hat, kann ja 1:1 diesen Workspace bei sich dann mit dem Paket laden, denn das wir jetzt schon seit Wochen schon an Sie verschicken. Auch nach dem Webinar kriegen Sie wieder für jeden, der es installiert hat, ein Update gemeldet. Wenn Sie das Update installieren, dann bekommen Sie diese neuen Daten vom heutigen Webinar mit dazu. Wieder kurz rückblickend, mit diesem Webinar schließen wir die Webinarserie zwar nicht ab, sondern wir haben noch ein Webinar nächste Woche, das ein bisschen abweicht, weil es um den Agena Script geht. Also dort lernen Personen, die sich mit dem Scripting beschäftigen, also die vielleicht schon leichte Erfahrungen haben mit Scripting, C-Sharp wäre die Programmiersprache, wie sie sich vom Indikator bis zur Strategie arbeiten und sich dann wirklich ganz was Neues in die Software holen, wo vielleicht ein Indikator programmiert wird, der noch nicht vorhanden ist in der Software, hin zum Positionsmanagement etc. und eben auch zu den Handelssignalen. Das kommt am nächsten Donnerstag, aber alles, was ohne Programmierung funktioniert, schließen wir quasi mit diesem heutigen Webinar ab und Sie können das dann zu Hause anwenden. Deswegen zeige ich noch einmal kurz auch die Signale her, die wir haben, beziehungsweise Positionsmanagement, also die Setups, die Trading-Setups, die wir vorschlagen oder die Sie so einstellen könnten, damit Sie auch wissen, was Sie hier mit Ihrem Positionsmanagement machen sollten. Hier gibt es ja den Conditional Squad. Sie selbst haben zwar nicht diese Conditions zum Nachsehen, Sie finden die Signale aber dann angezeigt. Ich gehe nur ganz kurz durch und erkläre zwei, drei Signale, wie wir das gemacht haben. Und zwar hier zum Beispiel die Markttechnik-Flagge Long. Und hier haben wir uns den P123 Pro-Indikator genommen aus dem Markttechnik-Pro-Paket in der Trendphase 2, also der kleine Trend. Der muss einmal größer 0 sein, das heißt, wir sind in einem Aufwärtstrend. Dann haben wir diesen N-Bars-Down-Indikator, der aus diesem Standard-Indikator kommt. Also hier gibt es ja N-Bars-Down und N-Bars-Up. Den Indikator haben wir verwendet und der muss auch zutreffen, also ist gleich 1, heißt es trifft zu, 0 wäre es trifft nicht zu und hier wollen wir eben auch 3 Bars down, wir könnten hier auch die Bars erhöhen, was das betrifft. Ja. Und es ist aktiviert Bars down, man könnte noch mehr aktivieren, aber das war alles, was wir haben wollten. Und unsere Marktphase muss größer 3 sein. Also hier haben wir quasi in diesem Signal bereits geprüft, ob wir in einem Aufwärtstrend sind, der zumindest in der Phase 4 ist oder darüber. Das war so das Markttechnik-Long-Signal, eben andersherum das Markttechnik-Short-Signal. Dann haben wir in der Woche darauf Volume, die Buy- und Sell-Zone. Ich zeige jetzt einmal die Sell-Zone. Weil wir auch gesagt haben, wenn ich zum Beispiel jetzt long eingestiegen bin, wo steige ich wieder aus? Errechne ich mir ein paar Risiken oder suche mir irgendwo an den vergangenen Hochs und Tiefs meine Ausstiegspunkte? Wir haben ja vorgeschlagen, wir achten darauf, wenn ein Gegensignal kommt, also ein Volume-Gegensignal kommt, wo Sie merken, okay, jetzt ist die Aufwärtsbewegung gerade am Höhepunkt, und auf einmal passiert recht viel Volume in die Gegenrichtung, also in die Short-Richtung. Das heißt, dass hier eventuell bereits Positionen gedreht werden, entweder die Bewegung vorbei ist oder viele Teilverkäufe aktuell passiert und die Bewegung erst nach einer kurzen Korrektur sich wieder fortsetzt. Und dann haben wir eben diese Sell-Zone und diese Buy-Zone, je nachdem in welche Richtung das meine Märkte geht. Und hier haben wir den Volume-Zone-Oscillator aus dem Volume-Package, der muss größer 60 sein. Das Volumen, das der Datenfeed liefert, muss größer oder gleich sein dem Kettner-Channel. Hier haben wir die Upper-Linie, die 2, also die höchste Linie. Wir sehen es hier, das ist die dickste Linie ganz oben. Also wirklich ganz starkes Volumen. Und der ADX, das ist so ein Trendindikator, der
wenn er größer 25 ist, auch noch einmal bestätigt, dass der Markt in einem Trend ist, egal ob long oder short. Also das war so das zweite Signal, das Sie hier dann bekommen und handeln oder zumindest berücksichtigen können. Und zum Abschluss, also für diese letzten drei Webinare, haben wir dann noch dieses Signal mit dem COD-Report gebaut, das auf Märkten funktioniert mit Industriegütern, also für die Producers, wo wirklich Waren darauf hergestellt werden. Und hier war unser Signal sehr einfach. Wir haben den COD-Report-Indikator aus dem COD-Package und es muss dann quasi, wo haben wir es hier? Die Periode 26, der Netto Return, Manuel, hilf mir kurz aus. Ja, nein, ich wollte nur sagen, wir haben im das Commercial Netto Long Signal haben wir ins Paket, also haben wir Paket nicht mit reingenommen, weil wir auch die, weil wir das Producer genommen haben. Ah, okay. Wir haben die Logik ist die gleiche, aber wir haben dann das Producer Netto Long mit reingenommen, ja. Und da ist auch der Disaggregated drinnen. Das ist ja der aus dem Institutional Paket, der noch viel genauer ist, wo einfach die COD-Daten, die Daten der CFTC noch ganz fein aufgesplittet werden. Genau, das Producer Netto absolut. Diesen Wert sehen wir uns an und der muss dann größer aus Null sein. Das heißt, dass diese Märkte, die sonst eigentlich jetzt immer short sind, das erste Mal long sind, und das ist ein starkes Signal, dass der Markt dann jetzt kurzfristig drehen wird. Und Sie brauchen für dieses Premium-Paket quasi für 01, 02, 03 die jeweiligen Grundpakete, das ist das Andromeda, also mal generell die Software Agena Trader, das Markttechnikpaket für das Premium 01, das Volume-Paket für Premium 02 und das COD-Paket für Premium 03. Und für das heutige haben wir zwar jetzt den Kettner Channel hier mit drinnen, aber Sie, wie schon eingangs erklärt, Sie können da ganz normal den SMA nehmen. Ich zeige es vielleicht nochmal kurz her. Und Sie sagen einfach dem SMA 20 oder 14 und ändern hier statt dem Close-Preis auf das Volumen hin und können dann prüfen, wenn das durchschnittliche Volumen dieses SMAs überschritten wird, dass dieses Zusatzsignal generiert wird. Also das wäre der einzige Unterschied, wo Sie diesen SMA mit der Eingabeserie Volumen gegen den Kettner Channel austauschen und prüfen, ob das Volumen größer ist wie das durchschnittliche Volumen der letzten 14 Tage oder Perioden in dem Fall. Und damit bräuchten Sie eigentlich kein Paket für das Premium 04, für diesen Arbeitsplatz. Es empfiehlt sich aber, also natürlich sind unsere Pakete, wir wollen schon vermitteln, dass wir Ihnen da was Gutes in die Hand geben, aber es bleibt Ihnen überlassen, ob Sie das haben möchten oder nicht. Wir wissen nur, wir möchten eine nicht zu komplizierte Strategie haben, aber es braucht halt gewisse Elemente, an die ich mich richten kann. Und wenn ich noch keine eigene Strategie habe, dann bieten diese Pakete halt einen guten Start, damit man einmal arbeiten kann, Signale einmal ausprobieren und testen kann, wenn man sich keine eigenen Signale programmieren oder eben mit Andromeda im Condition Escort, wie wir es jetzt gezeigt haben, erstellen möchte, sondern einmal vorab sich auf das verlässt, was wir ausliefern, das ja wiederum auf den Profis basiert, so wie Markttechnik, Michael Vogt, gibt aber auch andere Markttechnik-Pakete oder eben Volume, wo wir auch die Personen vorgestellt haben, wo wir ein bisschen Know-how bzw. theoretisches Wissen dazu geholt haben, COD und so weiter und so fort. Gut, wir wollten noch kurz vorstellen, die Trading-Strategien. Möchtest du vielleicht hier noch kurz auf den Setup-Escort und die Setups eingehen, die man so für diese drei, vier Wochen, also vier Premium-Pakete jetzt nutzen könnte. Wie gesagt, es ist ein Premium-Paket, vier Updates mit einem Paket, das Sie installieren und mit einer Lizenz freischalten, erhalten Sie dann alle Inhalte. Also kurz zu den Setups, die wir hinterlegt haben, auch wieder als Beispiel für Sie, um Ihnen Ideen an die Hand zu geben. Über dieses Icon kommen Sie in den Setup Escort und hier in den Analyzer Sessions haben Sie jetzt genauso wieder von 01 bis 04, Premium 01, 04, hier für jede Strategie die eigene Session. Genau.
also mit den eigenen Konfigurationen. Das heißt, ich nehme jetzt hier die DAO-Theorie von der ersten Woche und sehe jetzt hier, ich habe jetzt hier die Empty Flags, die wir programmiert haben als Einstiegssignal, aufgelistet. Kann man noch ganz kurz zeigen, damit ich die in Konfiguration, dass ich die hier sehe, müssen die hier aktiviert sein im Aktivierungstab. Das ist aber alles voreingestellt, nur falls kurz Sie was ändern möchten, zur Erklärung. Ja. Also, Konfigurationstab, ich zeige es kurz ja, Empty Flag Long. Unseren Initial Stop haben wir bar bei bar gesetzt, das heißt, anders im Long-Signal ist zum Beispiel anders Low des Signals, des Signalbars, also sehr enger Stop. Der Hard Trail ist ein Empty Bar Outside, Empty Pro Outside Bar Mover. Das ist unsere Stoppstrategie, die den Bewegungshandel automatisiert, laut Michael Vogt, wie im Buch, also inklusive die Rücksetzen bei Innenstäben. Wer das Buch kennt, kennt sich jetzt aus. Wer nicht, sollte sich mit den Bewegungstechniken noch beschäftigen. Ja, aber es ist nach dieser Standardtheorie gebaut worden. Gibt auch genug Webinare bei uns, Markttechnik-Webinare vom Mike Seidel zum Beispiel, genau, ja, der hat erklärt, Software haben wir hier keinen drinnen und zwei Targets drinnen. Und wie gesagt, das sind jetzt einfach Beispiele von uns, Sie können das alles hier einfach draufklicken, suchen Sie sich den Stop aus. Ob es, es gibt ja, ich glaube, 16 ja, unterschiedliche Stop-Varianten alleine in Andromeda, genau, und mit den Paketen Markttechnik kriegt man noch zwei dazu. Dann gibt es mit den anderen Paketen teilweise noch zusätzliche Stops, die man hier zusätzlich erhält, und man kann dann wirklich das herausfiltern, also den Stop und diese, dieses Positionsmanagement, das Setup, das Ihnen am besten passt. Also Sie müssen sich nichts programmieren, diese Hard Trails oder Soft Trail Stops, also die Stop-Varianten, die sind alle schon vorkonfiguriert, Sie müssen es nur noch auswählen, und meistens ist ein Indikator dahinter oder der ATR oder BAS-basierender Indikator, wie hier Initialstop heißt, Bar bei Bar, das heißt am letzten Bar zum Beispiel wird am Anfang initial der Stop gelegt, damit Sie wissen, wenn Sie in der Setup einstellen, dort wird der Stop als erstes gesetzt, das ist ja wichtig fürs Risikomanagement, wichtig fürs CRV, und das muss man sich einmal im Klaren sein, wo fängt mein Stop einmal an, wo startet mein Risiko, und mit dem Trailing habe ich ja die Möglichkeit, auch ohne Stop, auch ohne Tech-Profis, wenn ich das nicht will, mein Risiko zu vermindern oder dann bereits im Plus ausgestoppt zu werden, wenn der Markt sich wieder in die Gegenrichtung dreht. Das okay, war jetzt Markttechnik, wir haben den Outside Bar Mover hier eigentlich verwendet. Es gibt dann noch den B3-Stop, der legt sich an den Punkten 3, das wäre dann für den Korrekturhandel. Also diese zwei Stops gibt es laut Markttechnik für die vorgeschlagene, für den vorgeschlagenen Bewegungs- oder Korrekturhandel. Trendhandel meinst du? Trendhandel, genau. Okay, machen wir kurz Volume. Wir haben hier die Buy-Zone. Wieder Bar bei Bar Stop, also wir legen wieder ganz engen Initialstopp, damit wir große Positionen sozusagen bekommen. Ein enger Initialstopp macht von dem her Sinn, wenn ich sage, also macht für manche Strategien Sinn. Wenn ich einen engen Initialstopp habe, darauf über den Abstand zwischen Einstieg und Initialstopp wird meine Positionsgröße berechnet, und umso enger die Stops natürlich, umso kleiner der Abstand, also, und umso größer die Positionsgröße, die ich fahren kann, und natürlich umso stärker dann die Bewegung in meine Richtung kommt, mit umso mehr Positionsgröße bin ich drinnen. Ja, also macht, das ist die Überlegung dahinter. Jetzt haben wir hier mal keinen Hard Trail Stop verwendet, sondern nur einen Soft Trail Stop, und zwar den Super Trend. Ein super Indikator übrigens auch. Können wir ganz kurz eben, Super Trend ja, kennen die Leute schon, aber was interessant ist, ist ja wirklich der Soft Trail Stop. Man ärgert sich ja nicht mehr, wenn kurz der Markt nach unten tippt und sofort die Kerze wieder in die Gegenrichtung abmarschiert und dieser Spike nach unten, dieser Docht nach unten sie aus dem Markt nimmt. Ja? Und da ist der Softrail-Stop das A und O, um das zu verhindern. Ich hoffe, ich sehe jetzt nochmal kurz irgendwo eine Möglichkeit, das zu machen. Wo hätten wir hier irgendwo vielleicht einen Kerzendocht, wo man das kurz zeigen kann, was das betrifft. Schauen wir mal, wo wir noch was anderes finden. Das hat sicher jeder mal erlebt, dass er irgendwo in den Markt reingeht und dann korrigiert das Ding kurz. Aber die Kerze schließt nicht darunter. Schauen wir, ob ich da was finde. Ist jetzt eigentlich nichts da. Aber ich erkläre es trotzdem mal kurz, wie das funktionieren würde. Ja. Und zwar haben wir hier einfach ein Setup.
das man per Klick dann reinholt. Und jetzt haben wir zum Beispiel den Stop hier unten auf diesem Low mit dem Pivot Medium. Und wenn das ein Softrail Stop quasi wäre, zieht er dann nach einer gewissen Logik meistens einen Indikator nach. Dieser Stop wird aber nur aktiv, also der bleibt vorerst da unten liegen und Sie sehen dann eine gepunktelte Linie und dieser Stop wird nur aktiv, wenn der Stop per Schlusskurs gebrochen ist. Also wenn Sie hier in den Markt reinsteigen und Sie Ihren Stop sehr knapp hier unten hinlegen, weil Sie zum Beispiel jetzt so einen Ausbruch handeln und hier tippt mit dieser Kerze quasi der Docht kurz nach unten, würde Sie der Hardstop ja sofort aus dem Markt nehmen und die Kerze bewegt sich zurück, bildet einen Umkehrstab und geht dann weiter in ihre Richtung, aber Sie sind schon draußen aus dem Markt und können nur noch verspätet in den Markt einsteigen. In dem Fall, wenn hier der Softrail-Stop gelegen wäre, hätte der nicht reagiert, sondern nur dann, wenn die Kerze per Schlusskurs diesen Softrail, diese Linie unterbrochen hätte. Das heißt, Sie bleiben im Markt drinnen. Sie haben dann noch Ihren Initialstopp irgendwo liegen und der Initialstopp ist das absolute, der absolute Notfallstopp. Das heißt, da, wenn der Markt so weit nach unten läuft, da wollen Sie nicht mehr dabei sein. Ja. Aber die Trading-Strategie läuft nach Softstop sehr knapp am Markt. Und was passiert, wenn der Softstop per Schlusskurs gebrochen wird? Er zieht den Hardstop, also diesen wirklichen Stop, der beim Broker liegt, an das Low dieser Kerze hin. Und Sie werden dann außerdem nur dann ausgestoppt, wenn der Markt wieder nach unten zum Beispiel sich bewegt. Das heißt, Sie haben zwei Chancen eigentlich, dem Markt Luft zu geben, obwohl Sie trotzdem gut abgesichert sind, dass wenn es wirklich gegen Sie läuft, sind Sie draußen. Aber Sie fallen nicht raus, nur weil kurz mal hier ein kleiner Verkauf stattfindet und ein eventuelles Stop-Fishing stattfindet, wo quasi verkauft wird, aber sofort wieder nachgekauft wird, weil der Markt will nach oben. Ja. Und das ist so der Unterschied zwischen Hardtrail und Softtrail, wo der Softtrail einfach ein paar zusätzliche Möglichkeiten bietet, damit man nicht so schnell aus diesen Märkten wieder rausfällt, obwohl er sich eh in meine Richtung bewegt, nur weil er jetzt ein paar Kerzen entwickelt mit langen Dochts nach unten oder nach oben, die einen aus dem Markt nehmen würden. Das hat sicher schon jeder mal im Live-Handel erlebt und sich geärgert drüber. Das ist mir auch schon öfters passiert. Gut, Manuel, gibst du wieder weiter? Was haben wir noch so für Setups eingebaut? Schauen wir mal, was haben wir jetzt noch nicht? Also Volume haben wir gesagt. Wir haben Softrail eben der Supertrend, das heißt eben der, wie gerade vom Daniel erklärt, dieser Softstop, der nur bei Schlusskurs ausgelöst wird, wird eben auch automatisch berechnet und nachgezogen. Und es ist eine wirklich super angenehme Sache, wenn man muss nicht auf den Chart schauen, sondern man kann dem Engineer wieder vertrauen, dass man wirklich auch dann nur aus dem Setup genommen wird, wenn wirklich ein Schlusskurs zum Beispiel, dass man nicht durch Spikes rausgenommen wird, wo dann doch die Trading-Idee noch passt, aber man eben rausgenommen wird. Und das Gute dabei ist, dass der Softtrail-Stop und Hardtrail, also diese Trailing-Varianten, nicht fixiert sind auf eine Logik. Sie haben hier die Möglichkeit, den Softtrail-Stop auf den 20-Trail, also den SMA 20, wobei das ist glaube ich in einem Paket, den hat nicht jeder, aber Sie haben halt die Möglichkeit, den Softtrail-Stop mit dem Supertrend, mit diesen Pivots, die auf den Swing-Indikator passieren. Sie können Softtrail mit Parabolic SAR, mit Outside Bar, mit Kettner Channel, Initial Risk, also da geben Sie ein, wie viel Risiko Sie entfernt sein möchten, Gun High Low und. Also Sie haben, egal ob Sie Softtrail oder Hardtrail nutzt, viele Varianten, die Sie durchtesten und mit denen Sie arbeiten können. Und das gleiche halt für Initial Stop, da gibt es halt diese ersten initialen Stops, die so auf Bars und sowas passieren, also auf genauen Linien. Und eine Sache dazu noch, das Tolle am AT++ ist ja auch, dass Sie in eine Strategie eingreifen können. Das heißt, wenn Sie sich jetzt zum Beispiel entscheiden, bei der Setup-Aufgabe für den Supertrend, zeig es einfach mal kurz vor, ja. Wir haben zum Beispiel ein Signal bekommen. Nehmen wir jetzt mal an, wir haben ein Signal bekommen. Genau. Das heißt, ich mache per Klick hier entweder über die Action Bar Buy Sell, da haben wir unsere Signale quasi vorkonfiguriert, oder wenn ein Signal hier links vom Scanner kommt, mache ich halt Doppelklick auf das Scanner-Signal und dann bekomme ich hier mein Setup automatisiert in den Markt gelegt.
das rechnet mir sofort die Ordergröße aus, basierend auf meinem Risiko, also hier dieser Abstand, plus eben eine prozentuale Berechnung, die wir im Risikomanagement hier im Konfigurationsescort eingeben. Das heißt, wir haben hier zum Beispiel, unser Broker soll für Aktien ein Risiko von 0,5% mit 15% Maximalinvestment pro Trade machen und so weiter. Und diese Einstellung zusammen mit dem Stop rechnet dann jetzt mir 120 Stück aus. Es wird gerundet. Ja, wir wollen nicht 117 Stück oder 105 Stück. Wir wollen gerade Nummern haben. Und deswegen diese Rundung auch hier. Und ich kriege dann automatisch auch in dem Fall auch 3 Targets in den Markt gelegt, die ebenfalls wieder auf einem Indikator basieren. Und ich brauche dann nur noch auf Akzeptieren klicken. Und somit ist die Order mal if-dann beim Broker. Das if-dann kann der Broker nicht. Also wir werden erst ausgeführt, wenn der Markt hier uns abholt. Jetzt wären wir im Markt drinnen. Automatisch wird der Stop hier und meine 3 Targets Take Profit an den Broker gesendet. Jetzt ist alles am Laufen. Und Sie sehen hier, was Sie ein ungefähres, welche Profite Sie hier machen könnten mit diesen 3 Targets, wenn Sie sie erreichen, oder was der Verlust ist. Damit könnten Sie Ihr CRV dann ausrechnen. Und wenn Sie dann sagen, okay, ich möchte jetzt mein Target näher ranschieben, dann schieben Sie bei Track and Drop das ran. Sie brauchen die Orders nicht mehr löschen, sondern Sie ziehen das einfach an den Markt. Das gleiche mit dem Stop. Den ziehen Sie näher ran und ab dem Zeitpunkt setzt sich die Logik dann fort. Sie bleibt einmal so lange, bis dann der neue Swing gebildet worden ist, also die neue Widerstandslinie zum Beispiel oder Supportlinie, und dann zieht der Stop nach. Und diese Möglichkeit ist gigantisch. Zusätzlich können Sie aber auch hier den Hard- und Soft-Trail auch komplett ändern. Sie können hier das Trailing noch einmal beeinflussen und sagen, ich möchte vielleicht einen viel näheren Stop jetzt verwenden für das Trailing oder einen weiter entfernteren Stop, weil der Markt jetzt ein bisschen Schwäche zeigt, Sie aber entscheiden trotzdem noch länger drin zu bleiben. Also dieses halbautomatisierte, ich habe eine automatische Trading-Strategie, mit der ich interagieren kann, das ist mit dem Magena Trader sehr gut möglich. Damit sind Sie wirklich sehr, sehr individuell in Ihren Einstellungen. Und das machen Sie hier mit dem Orderbed. Das Orderbed öffnet sich immer nur für jenen Chart, zum Beispiel hier die Stunde, Stundenstrategie, dann kriegen Sie dieses Trading-Bed. Wenn ich hier wechsle in den Tag, sehen Sie, ändert sich das Bed, weil unsere Trading-Strategie ja in der Stunde basiert. Und deswegen immer darauf achten, hier haben wir in der Stunde unsere Strategie am Laufen, AT++, dann kriege ich auch dieses Order-Bed und dann kann ich das super manipulieren, wenn ich das noch möchte. Also so kann man interagieren. Okay, ja, gehen wir noch ganz kurz, dass Sie es ja gesehen haben, noch die Strategien durch, die wir noch für COT haben. Hoppla, das ist der falsche. Da haben wir eh nur ein Signal gemacht, und hier haben wir ganz einfach jetzt nur Bar bei Bar an Strategien hinterlegt. Und zwar aus dem Grund, weil ein COT-Signal, wenn Sie wirklich das reine COT-Signal erst handeln würden, wäre das ja ein Wochensignal. Und im Wochenchart möchte ich jetzt keine, so Trendhandel im Wochenchart ist, sondern ist es ein bisschen, sagen wir mal, da braucht es halt ein sehr großes Konto. Genau, also wenn ich da weite Stops habe, ist natürlich dementsprechend die Kapitalbelastung hoch, und sagen wir mal, von der ersten Idee her würde man sagen, im Wochenchart mache ich einen Bar-by-Bar-Stop, der immer am Low der Woche nachzieht, um halt so eng es halt im Wochenchart möglich ist, dran zu sein. Deswegen haben wir hier Bar-by-Bar und ein Target, danke. Ein Gedanke auch noch, Soft Trail im Wochenchart kann schon Sinn machen, aber wenn wir jetzt sagen, dass der Soft Stop erst mit dem Schlusskurs wirklich ausgelöst wird oder erst mit dem Schlusskurs den Hard Stop nachzieht, in einer Woche kann dann natürlich schon viel Bewegung im Markt sein, und wir haben uns jetzt für diese Strategie, für die COT, einfach gesagt, wir wollen das hier im Wochenchart mit Hard Trail machen, weil wir nicht eine Woche lang sehen wollen, wie der Kurs unter unseren Softstop laufen, und wir erst am Ende der Woche bei einem Market Crash zum Beispiel, wäre das natürlich ganz was Blödes, aber dass wir zu lange zusehen müssen, wie er hier unseren Stop zwar erreicht, aber durch den Software erst später auslöst. Und jetzt noch heute die Davos-Strategie, was wir hier hinterlegt haben, ist
der Initialstopp auf dem Pivot Medium. Pivot Medium ist, hat nichts mit Pivot Points in dieser Berechnung zu tun, sondern sind hier lokale Hoch- und Tiefpunkte. Man nimmt den Swing-Indikator, der bei den Standardindikatoren dabei ist, also Swing, wenn Sie den suchen bei den Standardindikatoren, da sehen Sie diese Hoch- und Tiefpunkte an der Stärke gemessen und dort werden diese Stops dann hingelegt. Genau, das heißt, wir wollen unseren initialen Stopp, der auf ein, also es gibt Pivots, Slope ist Medium und Fast. Fast werden, da erkennen wir sehr kleine Hoch- und Tiefpunkte, Slow nur die ganz großen, Medium ist eben so das Mittelding. Auf einen, sagen wir mal, mittleren lokalen Tiefpunkt wollen wir unseren Stopp in einer Long Trade. Hard Trail zieht auch nach, immer an neuen lokalen Tiefpunkten, also an wichtigen Punkten im Chart. Und das Wichtige ist aber hier der Soft Trail. Hier verwenden wir den Tonchain Channel. Ist es wieder eine persönliche Präferenz, können Sie wieder einstellen, wie Sie möchten. Und drei Targets haben wir drinnen, damit wir einfach starke Moves uns schön langsam zum Beispiel rausskalieren aus dem Trail. Und ja, das war die Strategie von damals. Das Risikomanagement haben wir ja schon kurz gezeigt. Ja. Sie zusätzlich zu dieser Positionsstrategie, zu diesem Management, wo wird der Stop gesetzt etc., stellen Sie halt ein prozentual gemessen auf Ihrer Kontogröße oder Buying-Power, also Kaufkraft, wie viel Sie an Risiko bereit sind einzugehen bzw. pro Trade bereit sind zu investieren. Und die zusammen rechnen Ihnen jetzt zum Beispiel die 120 Stück in dieser Aktie.